Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Heute zeige ich euch oder sage ich euch 10 meiner Lieblings-Apps. Also nicht wirklich Lieblings-Apps, aber Apps, die ich halt fast jeden Tag benutze und die ich super doll mag. Also eigentlich schon meine Lieblings-Apps. Und ja, genau. Also ja, auf jeden Fall, bevor wir mit dem Video starten, möchte ich noch eine Person grüßen und zwar Levam. Ich hoffe, ich habe jetzt deinen Namen richtig ausgesprochen. Und ja, also auf jeden Fall grüße ich dich vom ganzen Herzen, Levam. Und ich hoffe, du freust dich. Und genau, also tut mir echt leid, falls ich deinen Namen gerade richtig falsch ausgesprochen habe. Leute. Also ja, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. So Leute, als nächstes haben wir YouTube. Und ja, auf jeden Fall, wie ihr vielleicht sehen könnt, lade ich halt meine Videos auf YouTube hoch. YouTube, das ist halt so eine App, da bin ich nicht jeden Tag drauf, aber ich verrate euch ein kleines Geheimnis von mir. Ich liebe My Story Animated, in Deutsch, aber ja, ich kann es auch in Englisch gucken. So, genau, also das ist einfach auf YouTube, da findest du all mögliche Videos und auch Tutorials und Rezepte für Getränke und Essen. Zum Beispiel, wenn du jetzt nicht weißt, wie man Spaghetti Bolognese macht und du das gerne machen willst. Zum Beispiel, wenn du deine Familie damit überraschen willst oder keine Ahnung was. Oder das einfach kochen willst. Dann kann man halt einfach mal nach einem Rezept suchen. Und ja, genau. Dann findet man da verschiedene Rezepte. Und ja, ich finde das einfach super praktisch, Leute. Und man kann da auch Musik hören natürlich. Und ja, genau, also ich liebe es einfach und man kann auch selber Videos hochladen, so wie ich. Und genau, man kann einfach so viele Videos angucken und auch selber machen. Genau. Also Leute, meine erste App ist TikTok. Und ja, also auf jeden Fall liebe ich TikTok einfach, weil ich bin da immer so. Und wenn du dir vornimmst, okay, du guckst vielleicht 15 Minuten oder so TikTok, dann bleibst du da einfach gefühlt zu 20 Stunden. Und ja, genau. Also auf jeden Fall kann man da auf jeden Fall nicht so schnell wieder weg. Das ist ein bisschen nicht so gut, weil wenn man zum Beispiel Hausaufgaben auf hat und man noch warten muss, bis irgendjemand dir sagt, was du auf hast, und dann guckst du TikTok und dann schickt die Person dir das, dann vergisst du ganz deine Hausaufgaben zum Beispiel zu machen. Das ist mir schon ganz oft passiert. Aber trotzdem. Also ja, TikTok ist halt so eine App, da kann man halt Videos hochladen und auch verschiedene Videos angucken. Und dann kann man die liken und dann kann man auch Videos mit Filtern machen. Und ja, man kann auch private Videos hochladen. Und genau, also auf jeden Fall gibt es dann nicht so viele Sachen, die man machen kann. Also so wie zum Beispiel Instagram, halt Bilder und so. Aber ich liebe einfach TikTok, das ist so unterhaltsam. Das ist so unterhaltsam, Leute. Und ja, auf jeden Fall kann man da richtig viel Zeit vertreiben, wenn einem langweilig ist. Und ja, also auf jeden Fall liebe ich TikTok. Meine zweitliebste App ist Instagram. Auf jeden Fall gibt es auf Instagram richtig viele Sachen, die man da machen kann. Also man kann Bilder hochladen, man kann auch Videos hochladen und man kann auch Reels hochladen. Und man kann auch verschiedene Accounts haben, so wie auch auf TikTok. Man kann auch Stories posten, man kann auch Filter benutzen da, man kann auch mit Leuten schreiben und telefonieren, mit Videochat und nicht, man kann auch live gehen, so wie auch auf TikTok, es gibt einfach so viele Sachen, die man machen kann, Leute. Man kann da sogar jetzt auch Sachen kaufen, also richtig viele Sachen, so wie Schuhe, Klamotten, also alles mögliche halt, ich finde es halt einfach mega praktisch. Und ja, ich bin halt so jeden Tag auf Instagram, weil ja, ich liebe einfach Instagram. Ja, Leute, als nächstes ist Netflix. Und ja, genau, also auf jeden Fall liebe ich Netflix. Das ist für alle, die es nicht wissen, ich denke mal, ihr wisst es eigentlich schon. Alle, ich denke ganz viele gerade gucken zurzeit Netflix. Es gibt auch Amazon Prime und so. Genau, aber ich gucke das eigentlich nicht so oft. Auf jeden Fall ist Netflix eine App, da kann man halt Filme gucken und auch Serien und auch Netflix Originalserien. Das heißt, die Serien und Filme gibt es dann nur auf Netflix und auf keiner anderen Plattform, wo man Videos gucken kann irgendwie. Auf jeden Fall
Ja, also auf jeden Fall muss man dafür leider bezahlen. Aber man kann zum Beispiel seine Freunde oder Familien fragen. Ich habe den Account jetzt von meiner Familie. Also ich teile mit meiner Familie meinen Netflix-Account. Und ja, man kann bis zu 5 Accounts erstellen auf Netflix. Und ja, man kann zum Beispiel auch seine Freunde oder Familie nach einem Passwort fragen und nach E-Mail, womit man sich dann anmelden kann, damit man nichts bezahlen muss. Genau, also auf jeden Fall gibt es auch so ein Profil, wo für Kinder, ja, da kann man halt nur Kinderfilme und Kinderserien gucken. Genau, also man kann nicht so Filme und Serien ab 12 gucken, also nur ab 6 und ja, also nicht ab 12 so. Genau, also ja. Man kann da auch Videos downloaden. Genau, dann kann man die halt. Dafür braucht man aber Speicher, das habe ich jetzt nicht. Genau, also auf jeden Fall kann man da auch Videos downloaden oder also Filme oder Serien halt downloaden. Das heißt, man kann die dann offline gucken, also wenn man kein Internet hat. Zum Beispiel in einer Zugfahrt oder Autofahrt in einer lang. Genau. So, als nächstes Snapchat. Ja, Snapchat ist so eine App, da bin ich jeden Tag drauf, weil ich möchte nicht meine Flammen verlieren. Und ja, je mehr Fotos und Bilder und Videos man schickt zu seinen Freunden, und desto mehr Snapscore bekommt man. Meine ist gerade 19.000 irgendwas. Also eigentlich nicht viel so. Genau, also es gibt halt Menschen, die haben schon 1 Million. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit darauf machen, aber ja. Also auf jeden Fall ist Snapchat so eine App. Da kann man Bilder und Videos machen mit Filter, aber auch ohne Filter. Und genau, also es könnte daran liegen, dass mein Speicher voll ist, weil ich mache sehr viele Bilder und Videos darauf. Genau, ich benutze halt Snapchat einfach viel öfters als normale Kamera, zum halt Videos machen und so und Bilder. Genau, und dann kann man das seinen Freunden schicken und man kann auch einfach Sprachnachrichten oder normale Nachrichten zu seinen Freunden schicken. Und man kann auch verschiedene Personen aus anderen Ländern adden. Aber du musst nicht zuerst annehmen. Genau, also man kann da auch jetzt so Spotlights gucken. Das ist genauso wie Reels und TikToks. Genau, das ist halt für die Leute, die vielleicht kein Instagram oder TikTok haben dürfen. Das ist auch eine Alternative zu TikTok und Instagram Reels. Genau, also man kann da auch mit zum Beispiel Videocall telefonieren und dann mit ein Filter darauf machen. Ja, genau, es gibt da richtig verschiedene Filter. Und ja, ich liebe Filter. genau. Man kann auch den Standort von seinen Freunden angucken, also wo die halt gerade sind. Aber man kann auch seinen Standort ausmachen, dass nur du deren Standorte sehen kannst. Aber die können dann halt nicht deinen sehen. Das nennt sich der Geistermodus, keine Ahnung. Genau. Dann als nächstes haben wir Spotify. Das habe ich leider nicht auf mein Handy, weil ich habe keinen Speicher dafür. Leider. Genau, aber dafür habe ich es auf meinem MacBook. Und ja, also auf jeden Fall höre ich da immer, also ich habe halt so eine Playlist. Man kann halt verschiedene Playlists machen. Und ja, dann kann man halt verschiedene Lieder und so runterladen. Man kann auch Podcasts hören, obwohl ich nicht genau weiß, dass so Podcasts eigentlich, wofür die sind. So, ich höre das persönlich nicht. Genau, also auf jeden Fall höre ich da immer meine Musik, die ich mag. Da habe ich mir mal so eine Playlist erstellt. Und wenn man zum Beispiel Langeweile hat, kann man einfach seine eigene Playlist erstellen. Genau, da kann man einfach nach Liedern irgendwie suchen, die man mag, und dann da reinmachen. Leute, wirklich, ihr müsst einfach ausprobieren, weil es ist einfach so cool. Also vor allen Dingen die Leute, die wirklich Musik lieben, so wie ich. Man kann halt allmögliche Musiken von verschiedenen Ländern und so hören. Und ja, ich finde es einfach mega cool. Und genau. So, als nächstes haben wir Pinterest. Und ja, also auf jeden Fall habe ich von Pinterest meine Zimmeridee, Zimmerinspiration, weil ich habe mal mein Zimmer umgestaltet. Genau. Und da habe ich halt meine Inspiration, aber das kam eigentlich von meinem Kopf. Nur ich hatte ein paar Inspirationen, so wie ich meine Möbel so platzieren soll. Also halt mein Bett und mein Tisch, mein Schreibtisch. Und genau, also da hatte ich auf jeden Fall. Da kann man auch Inspirationen für Zimmer bekommen. Und man kann dann, glaube ich, sogar Rezepte bekommen.
Und ja, also auf jeden Fall benutze ich von da immer meine... Man kann auch so Wallpapers, also Hintergrundbilder für iPads, Tablets, Handys und Laptops und so benutzen. Genau, also da kann man die einfach runterladen. Und ja, ich finde es einfach richtig cool, Leute. Und auch Profilbilder zum Beispiel für WhatsApp oder Instagram, TikTok und so. Genau, also ich finde es einfach mega cool, Leute. Ja, und dann auch, da kriege ich immer die Bedeutung von Kristallen her. Also ja, Leute, ich liebe ja Kristalle. Genau, und ja, auf jeden Fall kann man halt da die Bedeutung bekommen. Und ja, ich finde das richtig cool, Leute. Ja, Leute, also auf jeden Fall ist achtens auch schon WhatsApp. Und ja, also auf jeden Fall liebe ich WhatsApp, weil ich da einfach mit meinen Freunden schreiben kann. Und man kann da zum Beispiel auch Klassengruppen erstellen und dann da einfach Fragen stellen zu den Hausaufgaben. Ob dir das irgendjemand erklärt oder keine Ahnung was. Oder ob dir jemand die Buchseite schickt, wenn du mal dein Buch in der Schule oder so vergessen hast. Und ja, ich finde das einfach mega praktisch, wenn man da mit seinen Freunden kommunizieren kann. Und ja, also man kann auch anrufen und ja, auch Stories machen. Ich finde das einfach richtig cool, Leute. Als nächstes haben wir Wattpad. Und ja, wahrscheinlich kennt es nicht viele. Genau, also deswegen werde ich es jetzt erklären, wie alle die anderen Apps auch. Genau, also Wattpad ist halt so eine App, da kann man halt Geschichten lesen. Ich persönlich mag es immer, Anime-Stories dazu lesen. Genau, man kann auch so Fantasiegeschichten lesen und so. Man kann auch Geschichten selber schreiben. Das ist zum Beispiel richtig praktisch, wenn man ein Autor oder eine Autorin werden möchte, wenn man groß ist. Genau, dann kann man da super üben. Und man kann es zum Beispiel auch als Spaß machen, das zu schreiben, wenn man zum Beispiel Langeweile hat. Ich habe persönlich noch keine Geschichte geschrieben, aber ich möchte bald eine schreiben. Irgendwann mal. Genau, also auf jeden Fall kann man da einfach lesen. Das ist halt genauso wie Bücher, halt nur digital. Und genau, da kann man halt einfach Geschichten lesen, die zum Beispiel Leute einfach geschrieben haben, wo man halt weiß, dass es nicht Autoren sind. Und man kann da auch Kommentare dazu, also da hinzufügen. Und ja, ich finde es einfach mega cool. Genau. So Leute, also zu guter Letzt haben wir Google Rewards. Das kennen wahrscheinlich nicht viele. Also das ist halt so eine App, die kann man sich runterladen und dann muss man halt immer so, dann kriegt man irgendwann eine Anfrage zugeschickt und ja, und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es auch für Apple geht, aber ich glaube schon eigentlich. Genau, also und dann kriegt man halt so eine Umfrage, da sind halt so Fragen so, weiß ich nicht, leben Sie vegan oder so, halt eigentlich nicht so persönliche Fragen. Und wenn es persönliche Fragen sind und man die nicht so unbedingt beantworten möchte, dann kann man einfach anklicken, dass man das nicht beantworten möchte. Und ja, dann muss man halt, da kommen halt so drei Fragen und so. Und dann, genau, und dann kriegt man immer ein paar Cents. Und man kann da richtig, dann kann man da richtig viel Geld verdienen mit, aber ja, halt für Google Play, also für Play Store und auch, glaube ich, App Store, also für Apple. Ja, ich meine, das geht auch mit Apple, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. Genau, auf jeden Fall kann man da halt, da muss man halt keine da muss man halt keine Gutscheinkarte holen für Google Play, zum Beispiel bei Rewe oder so. Dann kann man das einfach auf der App machen. Und ich sag's euch, Leute, es geht wirklich. Ich habe damit mal in einem Monat 10 Euro verdient. Und zum Beispiel für die Leute, die Roblox spielen. Also ich spiele kein Roblox mehr. Aber für die zum Beispiel, die jetzt keine Robux sich leisten können, beziehungsweise nicht das kaufen wollen, können einfach diese App runterladen und dann Google Play und dann halt immer die Umfragen machen. Und dann kann man sich mit dem Geld auch Robux holen. Das habe ich früher immer gemacht. Ja, Leute, genau. Also auf jeden Fall finde ich es auch mega praktisch. Und ja, genau. Also ja, Leute, also also Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos. Und aktiviert die Glocke. Ding, ding. Damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab euch lieb. Muah.